Meine Freunde, willkommen zurück. Live. Oder eben auch nicht live. Bei Let's Play Overlord. Da vorne steht er, der eitle Fürst. Dieser Schlösel mit seinem Gehstock. Und ich würde sagen, unsere Armee ist motiviert genug, ihm mal zu zeigen, was so ein Bauerntölpel drauf hat. Los geht's. Der Zauberer hat mir gezeigt, wie ich frei sein kann. Diese Freiheit lasse ich mir von dir, Bauerntölpel, nicht nehmen. Oh, Scheiße. Das ist die Bosskampfmusik, das heißt, es geht los. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Sag mal, Shang, wisst ihr, was Rückzug bedeutet? Der Zauberer sieht uns. Er sieht alles. Angriff. Er ist gleich tot. Wie war's das? Ach was, das ist es gewesen. Ich glaub es nicht. Ich kann die... Kann ich die töten? Schade, ich kann sie nicht töten. Ich hätte ihn sonst so den Arsch versohlt. Also das war jetzt aber ein erschreckend schwacher Bosskampf letzten Endes. Mein Gott. Und ich würde sagen, einmal Siegessirene. Und jetzt gibt es den finalen Stoß. Und ich war noch nie so motiviert, einen Boss zu töten. Arrogantes Arschloch! Stirb! Jetzt gibt es die Sirene nochmal. Einfach weil es so schön war. Er verliert etwas Lebenskraft. So freundlich ist er dann doch noch. Seine Waffen haben wir auch. Nein, er hat seinen Gehstock, wofür auch immer wir den jetzt brauchen. Also das war jetzt wirklich ein sehr einfacher Bosskampf letzten Endes. Blöd nur, dass ich jetzt auf einmal doch noch schärflich diese RAF verloren habe. Naja, gut. Ach so, das dient jetzt hier als Speichenersatz. So, dann befreien wir mal die holde Maid oder Rosas naive Schwester mit viel Busen und wenig Gehirn. Oh, hallo, dunkler Fremder. Die Gerüchte werden euch nicht gerecht. Ihr habt ein Geschenk, kleine Kobolde? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Bringt mir das nächste Mal etwas Glänzendes und Teures. Aber lasst mich euch danken. Es geht ihr scheinbar gut. Sie kommt allein zurecht. Oh, was für ein Schnuckelchen, Herr. Gnall, ab in die Ecke. Ich gehe runter und kümmere mich darum. Herr, im Turm ist leider nur Platz für eine Mätresse. Zu schade. Willst du jetzt die große besorgte Schwester spielen und mir den Spaß verderben? Ich war gerade dabei, ich würde die Fähigkeiten seiner roten und grünen Kobolde stärken. Und ich könnte so viel mehr für euch tun, mein Schatz. Besonders, wenn wir dieses Bett mitnehmen. Hört nicht auf sie. Hört nie auf sie. Das ist der erste große Fehler. Dreht am Türrad und dann los. Ihr solltet wissen, Herr, dass ich einen Weg kenne, eure braunen und blauen Schergen aufzuwerten. Bestechung, Rosa. Ich dachte, das sei unter deiner Würde. Oh ja. Ich hab's euch doch gesagt, Leute. Zwei Schwestern, die sich um einen Mann prügeln, das kann nicht gut gehen.
Schade, dass wir jetzt nur eine mitnehmen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt für eine entscheiden. Ihr lasst nicht einfach ein armes Mädchen hier liegen, oder? Sei doch mal kurz still, bitte. Ich versuche zu reden. Schwierige Sache. Rosa ist so die... Schaut ihr sie nicht her? Ja, genau. Sie ist halt sehr klug. Und auch immer mit guten Ratschlägen zur Seite stehen. Das muss man ihr lassen. Vanessa ist halt eine, die... Ja, immer mit irgendwas Glänzendem und Teurem überhäuft werden will. So ein bisschen naiv, das Ganze. Und, ich möchte nicht ohne dieses Bett weg von hier. Es ist so bequem und einladend. Und ich sag mal so, Sex sells, ne? Also... Das sagt alles. Die Wahl sollte ja nun wirklich nicht schwer fallen. Das ist richtig, Rosa. Normalerweise würde ich jetzt sagen, es ist ein bisschen schwierig, aber... Ich werde mich für Vanessa entscheiden, weil... Ihr lasst nicht einfach ein armes Mädchen, oder? Weil ich nun mal hier nicht ständig vorgeschrieben bekommen will, was ich tun soll in meiner Entscheidung, dann so eine klugscheißerische Scheiße. Und ganz einfach, weil... Durchschaut ihr sie nicht her? Rosa der Weg für den netten Weg ist. Aber ihr wisst, ich bin der böse Overlord und allein deswegen muss ich diese Entscheidung treffen, den bösen Weg zu nehmen und damit auch die, ja sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, etwas dunklere Mätresse, das heißt Vanessa. Ich möchte nicht ohne dieses Bett weg von... gut gewählt. Pack deine Koffer, Schwesterchen. Und ich dachte, irgendwo unter dieser Rüstung steckt ein Gehirn. Ihr könnt jetzt eure roten und grünen in euren Privatgemächern aufwerten, Herr. Schatz, wir werden so viel Spaß haben. Ihr, ich, ein paar hilflose Gefangene. Das wird so romantisch. Aber die Kobolde bleiben draußen. Ihr solltet diesen Ort wirklich so einrichten, dass er einer Dame gefällt. Bringt mir ein paar hübsche Sachen. Dann werde ich euch dafür entschädigen. Euch zum Gruß! Ja nun, jetzt haben wir eine neue Mätresse. Hat sich doch gelohnt, ne? Wenn dieser Gnarr mich noch einmal komisch ansieht, brate ich ihm eins über. Ach, die Schergen sind geil, ey. Ja, wir werden viel Spaß haben. Die Kobolde bleiben draußen. Ist schade. Des fehlgeleiteten Fürsten. Ja, und wir haben einen neuen Titel. Würdiger, üppiger Güter. Jetzt reicht's. Wir gehen jetzt einmal kurz runter in die Schmiede. Begleitet von unserem Homie Gunther. Gunther, dein Meister braucht dich. So, dann gucken wir mal, was wir da so haben. Eine Rüstung könnten wir eigentlich auch mal eine neue vertragen. Wir haben jetzt 20.000. Durium, 4.000. Okay. Was sagt das Durium-Schwert? 3.000. Die Axt? 3.000. Der Morgenstern, wahrscheinlich dasselbe. Yep. Und der Helm? Boah, warum ist denn der Helm so teuer? Wahrscheinlich, weil man damit die Hordengröße weiter erweitern kann. Oh. Ah, Geld ausgeben. Mein Herz. Oh Gott, das verträgt sich überhaupt nicht. Was ist denn hier mit Weiterentwickeln? Was schade ist, dass man die Sachen dann nicht irgendwie auch verkaufen kann. Stahlschwert hat jetzt plus 9, plus 2 Feuerschaden. Stahlrüstung plus 3 Verteidigung ist jetzt auch nicht toll. Also, die Rüstung... Achso. Ne? Na du. Wieso habe ich denn jetzt zweimal eine Stahlrüstung rumfliegen? Stahlaxt hat überhaupt keine Erweiterungen. Aber ihr seht, da ist noch ein dritter Slot frei. Das heißt, wir werden auch noch einen dritten Ofen kriegen. Äußerst entspannend auf die Seele, Herr. Danach seid ihr bereit für böse Taten. Und das wird dann auch die Stufe sein, die ich am letzten Endes dann am stärksten aufrüsten werde.
Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem Durium was mache, dann werde ich mich da erstmal zurückhalten. Was nehme ich denn jetzt für eine Waffe? Also ich möchte schon eine neue Waffe, ja. Hier zögere ich noch, weil das einfach sehr teuer ist. Aber ich will auf jeden Fall schon mal eine neue Waffe. Willkommen in eurer Schmiede, Herr. Schwerste aller Waffen, nicht wendig, aber wirkungsvoll. Das ist so ein Mix dazwischen und das Schwert ist halt die leichte Waffe. Ja, warum nicht? Dann nehmen wir doch jetzt einfach die Axt und für den dritten Ofen nehmen wir dann einfach den Morgenstern. Oder? Ja, doch. Machen wir so. Das heißt, wir schmieden uns jetzt eine Durium-Axt. Wie werte ich das auf? Was? Ich habe nur noch 39 rote. Ist das euer Ernst? Ja, Wahnsinn. Gunther, wach auf! Es gibt Arbeit für dich. Ach, der Kraftschlag. Mit mehr Schaden. Ja, da kann man schon ein bisschen was drauf machen. Ups. Ups. Machen wir es mal so. Jupp, das sollte erstmal reichen. Und spielen. Und Schergen sterben. Ach ja, die Freude möchte ich auch irgendwann mal haben, mit so viel Freude in einen Feuerofen springen zu können. So! Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Oh ja, die leuchtet auch merklich vom Feuer. Nee, wir haben keinen Feuerschaden. Ach egal, einfach mehr Schaden. So, das ist unsere Durium-Axt. Mal gucken. Wie wird uns das jetzt hier angezeigt? Waffen. So, die macht, wenn man es hier vergleicht, Stahlschwert plus 9, die macht jetzt schon plus 15 Schaden. Und kritischer Treffer plus 16%. Und man kann ja sehen, wie weit das noch geht. Wird äußerst entspannend auf die Seele. Die macht nix. Seid ihr bereit für böse Taten? Das ist nicht schlecht. Zurückstoßen, ja, das müsste man vielleicht auch noch verbessern. Aber wie gesagt, ich möchte das möglichst dann auf den dritten Ofen alles draufpacken. Das ist jetzt mehr so die Übergangslösung. Aber ich will natürlich dann auch zeigen, was der Ofen so drauf hat. Und wie gesagt, Helm mache ich dann später. Was ging noch? Ja, und die Rüstung wahrscheinlich auch. Wir müssen uns jetzt erstmal damit wahrscheinlich begnügen. Wobei, wisst ihr was? Wartet mal kurz, bitte. Der Schmelzofen muss angeheizt werden. So, wir machen jetzt kurz noch die Rüstung. Na, na doch nicht so. Mehr magische Kraft brauche ich nicht. Regenerationsfähigkeit. Körperliche Kraft. Packen wir mal 20 rein. Ups, so hatte ich das nicht vor, aber so. Machen wir es mal so. Ofen muss angeheizt werden. Genau, der Ofen ist nicht nur angeheizt, er ist auch schon fertig. Boah, das ist jetzt aber doch eine merkliche Änderung. Mein lieber Mann. Das ist eure Waffenkammer, Herr. Meine Güte, guckt euch das an. Und Waffen aufbewahren. Also das nenne ich jetzt einen merklichen Unterschied. Vorher die Rüstung merke ich wohl, das war auch eine Stahlrüstung. Das heißt, ich habe die doppelt und völlig umsonst geschmiedet. Glaube ich. Aber das sieht ja mal stark aus. Das sieht so ein bisschen abgemattet auch aus irgendwie, finde ich. Und ich muss sagen, der Stahlhelm passt doch noch einigermaßen dazu. Ja, also das könnte schlimmer sein.
Aber wenn man sich das anschaut, das ist jetzt komplett das Grau, leicht matt, finde ich. Sich in die Flammen zu stürzen. Da sieht man immer mehr unsere Stacheln. Ach, Moment mal. 42%. Wie viel hatten wir vorher? Weiß ich jetzt nicht. 35, glaube ich, ne? Ich dachte, die rosa Vanessa-Entscheidung gibt jetzt mehr Bosheit. Bisschen enttäuschend. Aber gut. Damit sehen wir doch gleich etwas edler aus, finde ich. Nett. Danke, Gunther. Spüre meine Durium-Axt. Ah, ah. Ja, wunderbar. Haben wir doch was geschafft, finde ich. Dann geht's beim nächsten Mal in neuer Durium-Rüstung weiter, wenn es wieder heißt, böse Taten vollbringen mit unserem Overlord. Bis zum... Geht und zerschlagt etwas. Bis zum nächsten Mal.